Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender IoT, Internet der Dinge, und da machen wir Türchen Nummer 14 auf. Da ist drin Knete und da ist noch drin ein Widerstand, ein Ohmscher Widerstand, ja. Knete ist ja dieses Jahr das zweite Paket. Das wisst ihr ja, da mache ich nichts mit. Die bleiben schön eingepackt. Das überlasse ich gerne Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen und was da sonst noch so kreucht und fleucht. Ich muss das nicht haben. Ich lege euch aber unten mal einen Link rein zum Minecraft-Adventskalender. Da habe ich gerade heute ein Video gesehen, dass der Kollege da mit der Knete wirklich rummacht. Es wird auch ohne Knete gehen. So, was sollen wir denn bauen? Der Widerstand 3,3 Volt und A3. Gut. So, damit ist der Rest eigentlich auch klar. Was soll das jetzt wieder? Also, hier geht von Ground eine Brücke rüber und da geht dann den kann ich doch auch direkt da reinstecken, oder? Was soll das? Den brauchen wir und wir brauchen noch einen zweiten, der muss hier rein. Das ist ein 20 Megaohm Widerstand. Ja gut, ist für mich schon so selbstverständlich. Arduino Datei öffnen. Tag 14 öffnen. So. Wir schicken Tag 14 aufs Board. Projekt Connect. Cancel. Tag 14. Ich sehe hier keinen Tag 14. Da. Da ist er. Jo, so sieht es von vorne aus. Und hier hinten die Programmierung. Ja, auch nichts Sensationelles, würde ich sagen. Ja, muss ich die jetzt erst mit Gewalt stoppen? Jetzt kann ich hier den QR-Code scannen. Da ist sie. So. Verbindung herstellen. Nee, jetzt ist unser BlueSync weg. Ist es denn möglich? Da ist er wieder. Er scheint auch so seine Launen zu haben. So, jetzt können wir wieder auf diese App theoretisch Verbindung herstellen. BlueSync 100. Da ist er. So, was soll er jetzt machen? Die heutige App enthält ein Label, das zu Beginn orange als Hintergrundfarbe hat. Um zu überprüfen, ob ein Text in die Bluetooth-Schnittstelle gesendet wurde, muss periodisch geprüft werden, ob ein Text vorliegt. Dies wird im vorhandenen Timer gemacht. Wofür habe ich denn jetzt hier Ground? Aber über den mache ich ja nichts. So, und der ändert da unten halt die Farbe, wenn ich hier anfasse oder auch nicht.
Und ob ich das nun hier so mache oder per Knete oder sonst wie tue, da hatte ich ja gesagt, in Hamburg, da sah die Welt ein bisschen anders aus, aber hier oben bin ich sehr empfindlich, dass es teilweise schon reicht, hier überhaupt nur in die Nähe zu kommen. Gut, das soll Tag 14 gewesen sein. Käme als nächstes Tag 15 und der scheidbare Knetkontakte. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.